Die Mauerwerkstage sind seit Jahrzehnten die Veranstaltung für Bauspezialisten hier in der Region, auf der man sich fortbilden kann, mit tollen Referenten, die bundesweit bekannt sind, sich auszutauschen, zu netzwerken mit eben allen am Bau tätigen Personen hier in der Region. Wir haben eine schöne Tradition an unseren Mauerwerkstagen generell, die von der Mauerwerksakademie auch veranstaltet werden. In Summe das Ziegelwerk Hörl und das Ziegelwerk Wellenberg. Und dort haben wir das schöne Miteinander mit Mitausstellern, mit Fachleuten aus der Bauindustrie. Alle Baubeteiligten sind sozusagen hier als Ansprechpartner verfügbar. Die Mauerwerkstage sind aber deswegen wichtig, weil ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Aspekten angesprochen wird. Ich hatte gesagt, Brandschutz, die Hochbaukonstruktion, das Detaillieren, der Wärme- und Feuchteschutz wird angesprochen. Die Nachhaltigkeit wird heute nochmal erläutert und zum Ende noch eine rechtliche Würdigung. Also von daher glaube ich, ist für jeden was dabei und das gibt es selten in dieser Dichte und ich glaube auch in dieser fundierten Darstellung. Bei der Themenauswahl gehen wir immer auf brandaktuelle Änderungen ein, sei es im Brandschutz, sei es bei der Nachhaltigkeit. Wir versuchen da immer die Sorgen unserer Kunden, unserer Partner zu erkennen und dann mit diesen Vorträgen, mit diesen Schulungen Abhilfe zu schaffen, weil doch immer wieder gesetzliche Neuerungen, neue Förderprogramme, neue technologische Entwicklungen dazu führen, dass es Fragen gibt und dass es wirklich auch konkreten Schulungsbedarf gibt. Und mit dieser Veranstaltung wollen wir eben über Top-Referenten diesen Bedarf decken. Ich finde es toll, dass es so Veranstaltungen gibt. Fortbildung ist ja eine ganz wichtige Sache. Ich freue mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, dass ich hier den Teilnehmern nahebringen kann, dass Brandschutz kein Hexenwerk ist, sondern man muss einfach rechtzeitig und frühzeitig wichtige Elemente berücksichtigen, dann geht es nachher auch gut. Also was mir an den Mauerwerkstagen immer wieder gefällt, insbesondere auch heute, ist natürlich, dass man immer auf dem aktuellen Stand der Technik ist. Die Themenvorträge sind stimmig auf unsere Zielgruppen eigentlich abgestimmt oder das, was man immer braucht, informativ und auch wichtig für unser Berufsleben und den Alltag. Für die Mauerwerkstage 2025 haben wir mit Sicherheit wieder hochkarätige Referenten am Start. Ich denke, dass wir einen großen Schwerpunkt auf die serielle Herstellung am Bau legen werden. Wir müssen, denke ich, Lösungen und Systeme entwickeln, dass wir kosteneffizient Wohnraum schaffen können. Das wird für nächstes Jahr mit Sicherheit ein Themenschwerpunkt sein. Da freuen wir uns auch wieder auf Top-Referenten und natürlich auf unsere Partner und unsere Kunden, dass wir hier wieder alle zusammenkommen können.